Herzlich willkommen zu Filmfest-Spezial. Unser Festtagespezial. Naja, Festtage kann man nicht wirklich sagen. Draußen tobt ein Schneesturm und ich glaube, ich stecke hier erstmal fest. Und was noch viel schlimmer ist, die Kinos haben zu. Man kann aktuell keine Filme gucken. Das heißt, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als mich hier jetzt ein bisschen zu verkrümeln und auf der Couch Filme zu gucken. Ich habe eine DVD dabei. Clara, Chris, was macht ihr denn hier? Ja, hast du mal rausgeguckt? Ja, Schneesturm. Ich komme da gerade raus. Bahn fahren nicht mehr, Taxis fahren nicht mehr und jetzt sind wir auch hier. Und wir wollten jetzt einen Film gucken. Geil, ich wollte auch einen Film gucken. Was wollt ihr denn schauen? Chris will unbedingt Love Actually gucken. Ich wäre aber mehr für Vier Könige. Was willst du denn gucken? Was komplett anderes. Tangerine. Super Film. Also wenn das Filmfest Braunschweig noch wäre, könnten wir da jetzt einfach auf der Online-Plattform was gucken. Ja. Schade, dass das Filmfest Braunschweig schon gelaufen ist. Ja, schade eigentlich. Da gab es echt ein ziemlich fettes Programm. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Filme geguckt wie da, weil man musste eine Woche und ziemlich fettes Programm. Also ausgesehen davon, dass wir auch keine Interviews gemacht haben und ich so viel mehr Zeit hatte. Wie viele Filme hast du denn pro Tag denn gesehen dann? Naja, so einen Dokumentarfilm kannst du ja nebenbei gucken, aber so anderthalb bis zwei habe ich geschafft. Okay, krass. Ich habe so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich irgendwie maximal zwei gucken konnte. Also auf dem Filmfest schafft man ja locker drei. Aber so, weiß ich nicht, wenn es dann auch ein Film noch mal war mit schwerer Kost, dann ging maximal einer, weil man sitzt am PC und kann vielleicht auf dem Balkon mal oder kann dann irgendwie immer um den Block gehen. Aber mir hat einfach total dieses Festival-Feeling gefehlt. Also man guckt einen Film und dann trifft man Leute nach der Vorstellung, trinkt noch ein Bierchen und dann geht es um 21 Uhr noch in eine Vorstellung. Und man kann sich so austauschen. Also das ging ja online gar nicht. Nee, also die haben sich wirklich sehr, sehr, sehr bemüht mit so einem Q&A, was eben mit den Regisseuren zu sehen war, im Nachhinein fünf Fragen an. Aber es ist eben nicht dasselbe, also wenn du nachher in eine Kneipe gehst und über den Film sprichst. Nee, und auch diese Q&A im Saal, das finde ich immer ungeheuer magisch, weil irgendwie, du kannst ja direkt die Frage loswerden und so. Gab es halt fünf Fragen, die man, also es war auch gut, aber es waren halt fünf vorgegebene Fragen. War eine gute Lösung, aber ja. Mir fällt es auch sehr schwer, sich da irgendwie hinzusetzen und so ein bisschen zu zwingen, die Filme zu gucken. Man kennt das vielleicht, wenn man so durch Netflix scrollt und man kann sich nicht für einen Film entscheiden. So ähnlich ging es mir auch. Also ich vermisse so die festen Termine für die Filme beim Streaming. Ich habe auch nicht so viel geguckt. Ich habe nur zwei Filme gesehen. Ja, und ich war auch ein bisschen überfordert mit dem Programm, weil wenn du auf dem Festival bist, dann bestimmt der Timetable bestimmt, welche Filme du gucken kannst. Und online war das okay, das interessiert mich, das interessiert mich, das interessiert mich. Okay, gucke ich die jetzt alle hintereinander? Geht auch nicht. Also vielleicht dieses gewollte Leiten, was halt so ein Timetable dann macht, das ging ja auch nicht. Also Dann geht man ja auch in Filme, in die man vielleicht vorher nicht gegangen wäre und jetzt. Na gut, das ist der große Vorteil. Du kannst halt einen Film gucken, den du ja sonst nicht hättest gucken können, weil du irgendwie nur einen Tag auf einem Festival bist und dann legst du alles auf diesen Tag und was da nicht läuft, kannst du nicht sehen. Das ging natürlich dann, ja. Ja gut, das ist jetzt ein Luxusproblem natürlich. Auf jeden Fall fand ich es super. Es gab eine Menge zu sehen auf der Online-Plattform. Wie das Festival insgesamt geworden ist, das habe ich die Festivalmacher in Braunschweig einmal gefragt. Wir haben vor allen Dingen sicherstellen wollen, das Festival findet hundertprozentig statt und wir sind kein Risiko für unser Publikum. Und da bot es sich einfach an, gleich von vornherein komplett auf die Online-Version zu setzen. Das Beste an der Online-Version war, dass wir tatsächlich stattfinden konnten. Denn wir haben ja auch andere Festivals gesehen, die tatsächlich dann spontan absagen mussten. Ich bin persönlich auch davon ausgegangen, dass es mehr Leute geben wird, die jetzt das Online-Festival boykottieren, weil natürlich Festival im digitalen Raum was anderes ist als jetzt im Kinosaal. Aber wir haben wirklich super viele E-Mails einfach als Feedback bekommen, dass die Leute super begeistert waren, dass wir halt überhaupt stattfinden konnten. Dass wir super Filme hatten. Das Festival war ja plötzlich bundesweit zu empfangen. Wir hatten so ein paar sehr aktive Gemeinden in der Umgebung. Clausthal-Zellerfeld ist uns dieses Jahr ans Herz gewachsen. Da scheint es ein paar sehr rege Filmfest-Fans zu geben. Und die haben sich tatsächlich gefreut, dass sie den Weg gerade unter diesen Bedingungen nicht antreten mussten und trotzdem alles sehen konnten. Ja, tatsächlich gab es da einige lustige Rückmeldungen, am Telefon als auch per E-Mail. Und zwar gab es einige Anruferinnen, die gesagt haben, sie müssen den Film jetzt unbedingt schnell gucken, weil sie um 20 Uhr zum Skypen verabredet seien mit Freunden, die irgendwo in einer anderen Stadt sitzen und den Film halt auch gucken. Und es jeden Tag wurde um 20 Uhr eine Art
Feedback-Runde zu bestimmten Filmen gibt. Und dann gab es noch Leute, die halt auch gesagt haben, sie machen das Beste draus und haben sich irgendwie noch einen Beamer vorher besorgt und setzen sich jeden Tag um 20 Uhr irgendwie auf die Couch und holen halt so einfach dieses Feeling von Kino nach Hause. Ja, so ein Online-Festival ist zumindest, was die Atmosphäre im Büro anbelangt, eine sehr ruhige Veranstaltung. Es fehlt dieser ganze Festival-Bass, dieses ich muss noch hier hin, ich muss noch da jemanden miteinander verkuppeln, weil die ein Interview machen wollen. Ich muss da sein, um noch ein Foto zu schießen. Das fällt alles weg, sondern man sitzt halt die ganze Zeit vor seinem Bildschirm. Und eine kleine Träne, müsste ich so fast sagen, musste ich verdrücken eigentlich dann am Festival Samstag. Weil das ja eigentlich mal der Tag ist, auf den wir so hinarbeiten. Die Preisverleihung ist vorbei, die Gewinner, Gewinnerinnen stehen fest und man stößt an, man trinkt ein Gläschen Wein, Sekt, wie auch immer. Und der Festivalstress und dieser ganze Druck fällt ein bisschen ab. Und das hat halt dieses Jahr leider sehr gefehlt. Und genau, das vermisse ich und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das bald wieder nachholen können. Dass du mehr Stress hast. Ja. Wir waren natürlich auch nicht in Braunschweig, sondern wir haben es von Hannover aus alles gesehen, selbst wenn ich das Interview in der Woche danach noch gemacht habe. Also ich fand das Programm super spannend. Es waren ja über, glaube ich, 78 Filme oder so. Ja. Ich habe, wie gesagt, fast 8 gesehen und die ich gesehen habe, waren viele, viele sehr gute dabei. Viele, viele Dramen, muss man sagen. Mhm. Also 2 sind mir jetzt besonders aufgefallen, wo ich mal ganz kurz darauf eingehen wollte. Das eine war Jagdzeit von mit Ulrich Tukur und Stefan Kurt in der Hauptrolle, wo die zwei... sag ich mal so, Alpha-Tiere in einem Unternehmen spielen, die gegenseitig auf sich losgehen. Ihr seid reine Geldverschwendung. Kümmern Sie sich lieber darum, dass wir neues Geld bekommen. Ich muss erst mal abklären, ob wir überhaupt... Jammern ist extrem langweilig. Das ist angelehnt an die Auseinandersetzung von Josef Ackermann und seinem Finanzchef damals. 2013 spielt das. Aber es ist nur angelehnt. Aber trotzdem ist es unglaublich dicht, das zu sehen. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Josef Ackermann war danach deutscher Chef, der Chef der Deutschen Bank. Ach so, okay. Ungeheuer dichter Film, auf jeden Fall, denke ich, also auch aus der Schweiz. Ich hoffe, dass der kommt im Kino, aber da gehe ich mal von aus, so gut wie der ist. Ich hatte so eine kleine Misere, weil ich habe den Film Albträumer gesehen. Großartiger Film. Es geht darum, dass von der Hauptprotagonistin der Bruder begeht Suizid. Das ist, wenn der Film spielt, schon 2 Jahre her und die Familie trauert immer noch, aber es ist es ist ein stilles Trauern. Also es ist in so einem Dorf, wo jeder jeden kennt und stilles Trauern und sich zurückziehen ist gewollt, aber wenn man laut trauert und schreit und auch mal ausbricht, dann das spricht sich sofort rum und das ist ja wie so ein, also diese Rebecca wird dann so ein bisschen zum schwarzen Schaf der Familie und ja, auch sehr gut gemacht. Ich hatte so ein bisschen Jugenddrama, also so Jugenddrama-Buch-Vibes so ein bisschen, was den Film angeht. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass er den Preis gewinnt, aber dann hat ja ein anderer Film den abgeräumt, aber auch zu Recht. Also, aber was hast du denn noch gesehen? Also ich habe mir noch 2 sehr gute Dokumentarfilme angeguckt, The Story of Plastic, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich hoffe, dass der kommt irgendwann mal, vielleicht auch nur im Spätprogramm, und Wood, also auch ein Thema, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Die haben sowieso eine sehr gute Dokumentarfilmsektion, muss man sagen, in diesem Umweltbereich. Aber was mir noch wirklich nachhaltig hängen geblieben ist, Les Éblouis. Also auf Deutsch die Geblendeten oder die Verblendeten von so einem 14-jährigen Mädchen wird aus dessen Perspektive das erzählt, wie die aus so einer Sekte, also weil ihre Familie ist in die Sekte reingekommen, wie sie da ausbrechen will, weil sie natürlich, also ein Coming of Age, also sie muss da ausbrechen und so. Wahnsinnig gut erzählt. Man merkt dann wieder einmal mehr, wenn Leute Geschichten erzählen, die Regisseurin hat das selber erlebt oder hat also natürlich dramatisiert, dann merkst du, das ist einfach ungeheuer dicht, ungeheuer gut. Also ich hoffe auch, dass der ins Kino kommt. Auf jeden Fall hätte er es wirklich verdient. Er ist sehr. Das hoffe ich halt auch bei jetzt, also dem, der den Preis gewonnen hat, I Never Cry. Er wurde als Coming of Age angekündigt. Für mich ist es aber eigentlich ein sehr starkes Drama über eine starke Frau. Es geht um eine junge Polin, die ihren Vater, also die Leiche ihres Vaters aus Irland nach Polen überführen muss, weil er da als Leiharbeiter bei einem Unfall gestorben ist. Und sie ist 17 und man merkt einfach sofort, eine 17-Jährige sollte das nicht machen müssen. Und sie besteht es aber mit Bravour, also fängt diese Aufgabe mit Bravour an und kämpft sich da so ein bisschen durch. Und ich war die ganze Zeit ja für die Albträume, dachte so, ja, der muss den kriegen. Und dann habe ich einen Never Cry gesehen, habe gesagt, okay, gut, verdient. Das ist der gewonnen hat, richtig? Ja, der gewonnen hat, genau, ja. Ja.
Ja, um so ein bisschen ein Fazit zu halten, ich habe ein wunderschönes Wort aus einem Interview, aus einem Q&A mitgenommen von dem Regisseur, den hast du auch, glaube ich, gesehen, Neubau, ne? Mhm. Der hat das Wort neue Selbstverständlichkeit verwendet. Ja. Damit meint er im Grunde, dass sozusagen so Rollenklischees weniger so als Klischee verwendet werden. Also da taucht ein Schwuler in dem Film auf und es ist aber nicht wichtig, dass es ein Schwuler ist. Oder was mir so aufgefallen ist, es gibt zweimal in zwei Filmen, unabhängig voneinander, so Szenen, wo es so eine Szene, so eine Bettszene gab, die so auf Haares Messerschneide stand so, und da sagt die Frau, nee, will ich nicht. Ne? Mhm. Und das wird akzeptiert und das läuft einfach. Und das ist nicht das Hauptthema des Films, sondern so, da ist aber eine Anziehung und das wird von der Frau zurück. Und es ist halt einfach so. Und wo ich mir denke, so manchmal wäre das so. Und also es tauchen einfach starke Frauen in Filmen auf, ohne dass das jetzt sozusagen wie Rosa Luxemburg das Hauptthema des Films ist. Ja. Das fand ich in Neubau halt auch so erfrischend, wo es ja auch, klar, es ist ein queerer Film. Aber es ist nochmal, dass auch die Hauptperson, dass die ja auch ein Transmann ist und dass das halt nur an so ein, zwei Szenen wird das kurz deutlich. Und ich habe es eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es einfach verschlafen habe im Film, irgendwie, er sagt auch einmal so einen Satz, wo man drauf schließen könnte. Aber ich habe es dann schlussendlich erst beim Klappentext sozusagen gesehen, dachte so, oh, okay, das erklärt einiges, aber es wurde so schön nebenbei erzählt und es ist überhaupt nicht wichtig und es wird auch nicht als, klar gibt es auch Geschichten über Transpersonen, wo das schwierig ist und ein Drama und denen werden Steine in den Weg gelegt und so weiter. Und da wurde es aber auch so schön nebenbei erzählt und wurde nicht als ganz großer Konflikt, sondern der Konflikt bei Neubau ist eigentlich, dass er da auf dem Land festhängt und nach Berlin möchte und dann da jemand Neues kennenlernt und sich dann denkt, vielleicht bleibe ich doch hier. Ich glaube, sie war auch unterschrieben mit einem Heimatfilm oder Landfilm. Heimatfilm, oder Landfilm, ja. Das ist aber ja auch eine neue Gattung, das ist so eine neue Art von Heimatfilm, also die jetzt sozusagen. Aber das spielt ja auch modern. Schön aus, der Film auf jeden Fall. Ein Trend, der mir aufgefallen ist, ist, ich hatte erst gedacht, dass es nur das Filmfest Braunschweig ist, deren Fable ist, Schweizer Dramen. Also die schon wieder ein Film aus der Schweiz und schon wieder einfach ein gut erzähltes Drama. Irgendwie glaube ich mittlerweile, dass die Schweizer dann ein besseres Händchen für haben, Stoffe so ganz sensibel zu erzählen. Vor allem bei den beiden, die ich jetzt gerade im Auge habe, ist wirklich einfach sauber recherchiert. Das macht so viel aus, wenn das Drehbuch gut ist. Es wäre ja gut, wenn sie dann auch noch bei uns ins Kino kommen würden. Ne? Hatten wir ja ein paar Mal jetzt, dass sie... Hatten letztes Jahr genau zwei, die nicht gekommen sind, aber auch andere, die ins Kino gekommen sind. Und das macht dann, glaube ich, auch tatsächlich was aus, ob bei dem einen jetzt Ulrich Tukor mitspielt. Ne? Das kann sein. Deswegen wird er wahrscheinlich kommen, damit ich mal die Tatort-Gucker wollen ihn mindestens in der ARD sehen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Was gucken wir denn jetzt? Wenn ihr solche Filme mögt, die so diese neue Selbstverständlichkeit repräsentieren, wo Transpersonen sind, ohne dass es großartig thematisiert wird, wo sie einfach in ihrem Milieu existieren und so, Tangerine. Das ist der Film, den ich heute Abend gucken wollte. Der handelt von zwei Transfrauen und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Tangerine ist laut, bunt und schrill. Der Film ist eine realistische Milieustudie des Bereichs von Los Angeles, den man normalerweise nie in Filmen sieht. Zugleich ist es ein impressionistischer Film, der uns zeigt, wie unsere Heldinnen die Welt wahrnehmen. Es ist Weihnachten und wir begleiten die beiden Transfrauen Cindy und Alexandra auf einer überdrehten Odyssee durch L.A. Beide sind Prostituierte und beste Freundinnen. Doch als Cindy, die gerade aus dem Gefängnis kommt, eine Verfolgungsjagd auf die Frau aufnimmt, mit der ihr Freund und Zuhälter sie in der Zwischenzeit betrogen hat, wird die Freundschaft der beiden auf die Probe gestellt. Eine Screwball-Komödie, die einen überwältigt und vielleicht erstmal unsympathisch auf den einen oder anderen wirken mag. Aber mit ganz viel Herz. Ein Film so bunt wie Christbaumkugeln und so aufreibend wie die Jagd nach den letzten Geschenken am 23. Dezember. Also ich bin ganz, ganz ehrlich, ein traditioneller Weihnachtsfilm ist es nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, ob es der perfekte Familienfilm ist, aber der macht auf jeden Fall mega Spaß. Er spielt an Weihnachten und das zentrale Thema ist auf jeden Fall Freundschaft. Die Freundschaft zwischen den beiden Frauen und wie sie verschiedene Hürden und diesen total chaotischen Abend zusammen überwinden müssen. Und sie gehen trotz aller Unstimmigkeiten am Ende eben als Freunde und harmonisch heraus. Und Sean Baker hat das generell super drauf, dass er diese total überdrehten und fremden Milieus einfangen kann und dann
ja, uns versucht näher zu bringen. Der kann das richtig, richtig gut. Das ist ein warmer Film, finde ich. Ja, puh. Also ich finde den ziemlich weird für Heiligabend. Ja, geil, oder? Das, was dann Heiligabend spielt. Also dieser andere, den er gemacht hat, The Florida Project, da hat er ja auch diese wahnsinnige Tiefe drin und dieses soziale, den sozialen Abstieg. Mhm. Aber er kriegt irgendwie da noch mehr besser die Kurve, dass ich mich, es gibt einfach warme Figuren wie diesen William Dafoe als Hausmeister, ne? Oder ja, auch diese Geschichte mit den Kindern. Und also ich meine, ja, ich will ja nicht zu viel spoilern von dem Film, aber da gibt es schon eine 20-minütige Sequenz, also da, wo, ne? Du weißt, welche ich meine, das war echt schwer auszuhalten. Und das wäre jetzt nichts, was ich Heiligabend gucken wollten würde. Ich wäre eher für was, und das glaubt ihr mir jetzt ja nicht, weil ich immer der Dramenexperte bin hier, ich wäre jetzt eher für eine richtig schöne Romantic Comedy. Och nee. Und was wäre mehr ultimativ Romantic Comedy als, Clara? Love Actually oder auch Tatsächlich Liebe. Genau, also ja. Weil das ist ja ein Film, den habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich mag es ja nicht sagen, aber ich glaube, es ist der Film wahrscheinlich mit Zimmer mit Aussicht, den ich am meisten gesehen habe in meinem Leben. Oder Before Sunrise habe ich auch sehr häufig gesehen. Aber Love Actually ist einfach so ein richtiger Wohlfühlfilm, finde ich. Ja, wo einfach auch filmisch so viel stimmt. Ne? Aber mal ganz kurz vielleicht für die, die nicht mehr wissen, worum es geht. Tatsächlich, Liebe verwebt nicht weniger als 10 Liebesgeschichten in eine rasante Komödie, die kurz vor Weihnachten spielt. Und das mit einem unglaublichen Cast an Stars. Hugh Grant ist Premierminister, Colin Firth ist Krimi-Autor, Emma Thompson und Alan Rickman spielen als altes Ehepaar. Keira Knightley ist im Grunde sie selbst. Aber also am besten gefällt mir eigentlich Bill Knightley als alterner Rockstar, der auch nochmal sowas wie so eine Meta-Erzählung liefert, die immer im Fernsehen nebenan läuft. Ansonsten noch Liam Neeson, Heike Makatsch und Martin Freeman und ja, noch so viele andere. Also insgesamt ungeheuer viele liebenswertige, schrullige Figuren mit so richtig viel britischem Humor und einfach auch filmisch total durchdacht. Ja, stimmt, das fällt mir jetzt auch gerade auf. Man hat unglaublich viele Gesichter, die man kennt. Also es ist ja ein unglaublich großer Cast, was du jetzt schon gesagt hast. Ja. Es sind auch so 10 Liebesgeschichten, was man eigentlich überhaupt total vergisst, dass es so viele sind. Ja, irgendwie. Und sie greifen so gut ineinander und es gibt am Ende so, ja, so ein Gefühl, ach, das Leben ist gut und die Liebe löst alle Probleme und ungeheuer baulich. Genau das, was ich Heiligabend brauche, Jonas. Ich diskutiere gerne, ich rede danach sehr gerne drüber. Also wenn du dich an einem Film nicht aufreibst, dann was soll der Film dann? Also besinnlich schön und gut, aber... Ja, komm, wir haben schon so, ich guck dran mit den ganzen Dramen. Lass mir auch mal ein bisschen, dass sie mich zurücklehnen kann. Okay, dann bin ich heute der Dramenmensch. Aber ist okay. Man muss bei Love Actually halt sagen, ich meine, er beginnt mit einer Hochzeit und einer Beerdigung und kriegt dann aber noch die Kurve. Also es braucht den Verlust und es braucht die Trauer, um dann halt wieder hochzugehen. Ja, ich glaube, und also, das ist auch die Kunst sozusagen, ein bisschen Tiefe drin zu haben und eben nicht nur einen Schenkelkopf nach dem anderen zu liefern. Ich habe jetzt den Schuh des Manitou nie gesehen, unterstelle ich das mal. Einfach so, aber... Dass du sozusagen eben diese Beerdigung hast und dann das andere wieder. Ja, und er bereitet einen eigentlich perfekt auf Weihnachten vor, weil du hast, also jede Liebesgeschichte ist ja auf ihre Art besonders. Und es ist halt auch eine unterschiedliche Art von Liebe. Es gibt halt auch die unerfüllte Liebe. Es gibt das Paar, das heiratet. Es gibt das Paar, was zusammenkommt. Es gibt das Paar, was sich zum ersten Mal trifft. Es gibt aber auch Liebe zwischen Vater und Sohn. Also... Ja. Man hat eigentlich, also jeder kann in diesem Film eigentlich das für sich rausziehen, was er möchte. Das finde ich für jeden was dabei, nur er ist aus dem Jahre 2013 und ich glaube, man würde den heute so nicht mehr drehen, weil... Also ein, zwei Sachen sind nicht so ganz sauber. Also es gibt 2 Geschichten, wo eine Angestellte etwas mit ihrem Chef anfängt. Es gibt auch keine, also es gibt einen männlichen Premierminister, es gibt einen, von dieser Grafikagentur. Genau, die einzige Frau, die beruflich was erreicht hat, die kriegt keinen Mann ab. Das geht ja wohl nicht. Also es ist, ich glaube, viele Sachen würde man heute anders machen. Also das aber trotzdem. Aber man muss halt sagen, durch den englischen Humor gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo es auch diese auf sich selber lustig machen. So, ja, wir Engländer sind nun mal so. Und also da gibt es halt diesen Moment, wo sich der Film immer wieder selber auffängt. Aber also dafür, dass er von 2003 ist, kann man ihn eigentlich jetzt immer noch gut gucken. Aber mit dem Hintergedanken, er ist von 2003 und Hugh Grant sieht noch ein bisschen jünger aus. Und, Jonas, vielleicht wäre der Film von Clara der eigentlich die genaue Mitte dazwischen den beiden. Ja. Deutscher Film, Drama, 4 Könige. Mhm. Großartiger Film, ganz kurz zum Inhalt. Letztes Jahr habe ich Heiligabend zum ersten Mal gearbeitet und bin beim Spaziergang hier gelandet. Als ich hier so stand, da habe ich plötzlich bemerkt, wie befreiend ich das finde, so ein Weihnachten.
Ohne Druck, ohne Geschenke, ohne Erwartung. Der Film erzählt von vier Jugendlichen, die ihre Weihnachtsfeiertage zusammen in der Psychiatrie verbringen müssen. Timo ist gerade aus der geschlossenen dorthin verlegt worden und quasi auf Bewährung. Alex hat sich, da sie sich an den Weihnachtsfeiertagen für ihre Mutter oder den Vater entscheiden musste, für einen etwas radikaleren Weg entschieden, um dem Ganzen zu entkommen. Lara ist laut ihrer eigenen Aussage nicht verrückt, sondern einfach nur auf einem schlechten Trip hängen geblieben, wobei sich beim Aufeinandertreffen mit ihren Eltern der eigentliche Konflikt offenbart. Und Fetja hat ein langes Martyrium an Gewalt hinter sich und braucht hier einen Ort zum Heilen. Den vier gegenüber steht ein Arzt mit etwas unkonventionellen, aber wirksamen Methoden, gespielt durch Clemens Schick. Und so entspinnt sich über die wenigen Tage eine ganz eigene Dynamik, die nicht nur für die fünf, sondern auch für den Zuschauer sehr erkenntnisreich ist. Kennt ihr Wichteln? Ja, ganz schlimm. Jeder von euch zieht einen der anderen. Und demjenigen erzählt ihr dann in den nächsten Tagen, was ihr an eurem Weihnachten zu Hause vermisst. Und was ihr auf der anderen Seite daran befreien findet, hier zu sein. Was mir besonders an diesem Film so gefällt, ist einmal auch der Cast. Man hat einen Janis Niewöhner, den man vorher nie so gesehen hat. Der war immer vorher so der Sunny Boy. Und plötzlich hat er kurz rasierte Haare und tritt als Jung auf, der aus der Geschlossenen kommt. Wir haben die Jella Hase, die auch mal für sich jetzt eine schöne, klare Rolle hat und ja, nicht auch nur. Mal Drama, richtig. Auch ein Drama, ne? Also genau. Überhaupt nicht so. Ja, die Paula Bär, die auch irgendwie, also die großartig ist. Und das Schöne eigentlich an der ist eine sehr klare Geschichte. Vier Jugendliche müssen mit dem Arzt zusammen in der Psychiatrie oder in der Psychiatrie ist es ja schon, ja, müssen Weihnachten verbringen und müssen sich halt miteinander arrangieren. Und einerseits ist es eine sehr einfache Geschichte, andererseits geht es ja, es geht um die Frage, was ist Weihnachten für dich? Was liebst du Weihnachten, liebst du nicht Weihnachten? Was bedeutet für dich Weihnachten? Irgendwie, es geht ja auch immer die Frage um, was ist das Schöne für dich an Weihnachten? Und der Film zwingt einen auch so ein bisschen, das zu hinterfragen, was man selber eigentlich an Weihnachten hat. Genau. Ja, und das, also finde ich auch schön, so die Perspektiven zu wechseln, dass im Grunde die da arbeiten, jetzt nicht unbedingt viel psychisch gesünder sind manchmal, ja, als die da jetzt da sind, weil sie eigentlich mehr hinterfragen und tiefsinniger sind. Also ich habe für mich so als Fazit aus dem Film gezogen, es ist eigentlich eine ziemlich gute Vorbereitung auf Weihnachten, weil es bereitet einen so ein bisschen auf die Tiefen vor, die einen vielleicht beim Zusammentreffen der Familie erwarten können. Dieses Jahr ist das ja zum Glück ein bisschen kleiner mit Corona. Mhm. Dass man so ein bisschen sich auch fragt, was ist für mich Weihnachten, was will ich da eigentlich? Ja, genau. Ein bisschen auch sich zurücknehmen und zu merken, da könnten Knöpfe bei mir gedrückt werden, die mich hochbringen, ja, und dann durchzuatmen. Das zu wissen, dass das normal ist, das, ja, könnte ich so. Und die halt auch, also dass ja eigentlich auch alle zu dem Schluss kommen, sie sind im Moment nicht so Fan von Weihnachten. Also der Janis Niewöhner weiß zu Anfang ja auch keine Antwort auf die Frage, was er an Weihnachten so mag, und also die Figur. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der Timo, genau, der Timo. Genau. Oder auch die Paula Bär, die dann ja auch von ihrer depressiven Mutter flieht sozusagen und sich dann aus dem Auto wirft und dann halt in dieser Anstalt landet und dann aber auch sagt, als Kind fand ich Weihnachten eigentlich ganz schön, irgendwie. Und das ist halt auch ein schöner Gedanke, dass man sich das eigentlich irgendwie über die Jahre das vielleicht verloren hat, dass dann irgendwie nur noch Stress und jetzt muss hier der Braten muss rein und der Baum ist noch nicht geschmückt, sondern dass man vielleicht irgendwie zurückkommt wieder zu diesem, was man als, ja, Kind irgendwie geschätzt hat. Das fand ich halt auch einen sehr schönen Gedanken. Also die stärkste, ja, Line war für mich von Paula Bär, in dem Fall als Alex, wo sie sagt, das mache ich ja alles irgendwie. Also es ist, war immer auch anstrengend, aber dass man sich zumindest für einen Tag mal bemüht hat, so ein bisschen auf, also eine glückliche Familie zu sein, das ist das, was ihr hängen geblieben ist. Ja. Der ist gerade in der ARD-Mediathek. Ich weiß, ja. Das und es gibt ihn bei, ja, Filmfriend. Jonas, einen haben wir noch. Ja, ich möchte am liebsten immer noch Tangerine gucken. Ich habe einen anderen Film mitgebracht, der gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber der läuft jetzt auch auf Netflix. Und zwar der neue David Fincher-Film. Der hat jetzt 5 Jahre auf sich warten lassen und macht jetzt ein Biopic über den Autor von Citizen Kane, der ja als der beste Film aller Zeiten gilt. Und wie dieser Film geworden ist, das will ich euch jetzt mal erzählen. Herman J. Mankiewicz, von allen nur Mank
genannt, ist Drehbuchautor im Hollywood der 30er Jahre. Er ist außerdem ein Alkoholiker und ein Großmaul, ein sehr eloquentes und gewitztes noch dazu. Mank schreibt am Skript für den Film Citizen Kane, weit weg von jeder Ablenkung und vor allem ohne Zugang zu Alkohol. Prompt nutzt Mank die Gelegenheit, um sich etwas von der Seele zu schreiben. Seine Freundschaft zum Zeitungsmogul William Hearst bröckelt nämlich. Hearst ist reich und erzkonservativ, Mank eher sozialistisch. Doch zum Zerwürfnis kommt es erst, als Mank herausfindet, dass Hearst sein Kapital einsetzt, um die Wahl mithilfe von Propagandafilmen zu beeinflussen. Mank stellt das Drehbuch fertig und schnell wird allen klar, dass der titelgebende Charakter Charles Foster Kane stark von Hearst beeinflusst ist. Und obwohl Mank zunächst zugestimmt hat, dass er nur der Ghostwriter für Orson Welles ist, hat er sich nun umentschieden. Jeder soll wissen, was er von Hearst hält. Niemand, aber auch wirklich niemand lacht so affig über William Randolph Hearst. Wenn du einen Streit mit Willy vom Zaun brichst, bist du erledigt. Mank. Mr. Mankiewicz. Kennen Sie eigentlich Citizen Kane von 1941? Nein? Dann sollten Sie das ganz dringend nachholen, bevor Sie sich Mank anschauen. Denn Mank ist sehr stark beeinflusst von Citizen Kane. Nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Form. Beide Filme sind schwarz-weiß. Beide Filme arbeiten intensiv mit Flashbacks. Aber Mank ist wesentlich dichter. Und um ehrlich zu sein, vielleicht auch ein bisschen zu dicht. Die Dialoge gleichen Schlagabtauschen und sind so voll Information, Inhalt und Witz, dass man die ganze Zeit über hoch konzentriert sein muss, weil man Angst hat, irgendwas Wichtiges zu verpassen. Und um ehrlich zu sein, reicht selbst eine gute Aufmerksamkeitsspanne nicht aus. Ich habe mir vorher Citizen Kane angeguckt, Mank mittlerweile zweimal gesehen und jeden einzelnen Artikel auf Wikipedia durchgelesen, der irgendwas mit William Hearst, Mank oder Hollywood der 30er Jahre zu tun hat. Und ich habe immer noch nicht wirklich das Gefühl, alles verstanden zu haben. Das klingt jetzt vielleicht so, als hätte mir Mank nicht gefallen, aber das stimmt nicht so ganz. Der Film ist absolut unterhaltsam. Besonders Gary Oldman strahlt in der Hauptrolle. Aber der Film ist selbst in den ruhigen Momenten so dicht, dass er einem kaum Raum zum Atmen lässt. Der Film ist für Hollywood-Nerds, die den Film vielleicht nicht nur einmal, sondern auch zweimal, dreimal und viermal anschauen. Erzähl die Geschichte, die du kennst. Wie ich hörte, jagst du äußerst gefährliches Wild. Das hier ist was anderes. Hier geht es wirklich um etwas. Das sozialkritische Biopic von David Fincher erscheint am 4. Dezember auf Netflix. Wir haben gerade eben mal aus dem Fenster geguckt und der Wetterbericht sagt auch, Schneesturm wird nicht besser. Also wir sind wahrscheinlich für Weihnachten hier eingeschneit. Vielleicht sogar für die nächsten 3 Tage. Who knows? Aber hey, immer wieder weiße Weihnachten. Wir haben jetzt einige Filme besprochen und ich glaube, für jeden ist was dabei. Wir hoffen, wir haben auch etwas für Sie dabei. Vielleicht gefällt Ihnen da eine Film. Sie entscheiden sich, den mit der Familie zu gucken. Sie müssen ja nicht alle 3 schauen. Aber wir fangen jetzt an mit Tangerine, würde ich sagen, oder? Können wir machen. Vielleicht so ein bisschen was Schrilles zum Anfang und dann gehen wir langsam runter. Dann 4 Könige und dann Love Actually. Können wir uns darauf einigen? Ich glaube ja. Schon. Und ja. Gleich den Glühwein vorweg, damit ich das gut aushalte. Ja. Tangerine geht super mit Glühwein. Wirklich. Sehr gut. Das ist der perfekte Film dafür. Ja. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine frohe Weihnacht. Kommen Sie gut durch die Feiertage. Feiern Sie schön mit der Familie. Und wir sehen uns dann wieder im neuen Jahr. Auf Wiedersehen.